machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen zu einer neuen Folge von Dragon Quest Heroes. Ich glaube, das ist sogar jetzt schon die 8. Folge, wenn ich mich nicht täusche. Die 8. Folge ist es, das ist echt Wahnsinn. Ich würde sagen, zocken wir einfach mal eine Runde Dragon Quest Heroes und lassen uns überraschen, was auf uns zukommt noch. Vielleicht finden wir neue Teamkollegen, was echt super wäre. Letztes Mal haben wir Vincent kennengelernt. Und ja, wir schauen einfach. Willkommen zu der Cover. Oh Göttin, unsere große und gütige Hirtin, wir bitten dich, halte deine schützende Hand über dieses arme, verlorene Schäflein. Ja, okay. Würde ich gleich sagen. Okay. Würde ich gleich sagen, gehen wir dahinter zu dieser einen Frau, wo das Symbol schon. Willkommen, Hauptmann, auf der Suche nach einer interessanten Mission. Wie kann ich heute behilflich sein? Nein, ich will aber gar keine Mission. Ich will keine Mission annehmen. Ja, nein. Ja, nein, nee. Nee, bin ich gerade nicht. Ich würde sagen, machen wir einfach das nächste Abenteuer. Vielleicht finden wir ja hier was. Oh Gott. Die Weltenkarte ist jetzt auf dem neuesten Stand. Wir können kurz auf Sylvania setzen, sobald du bereit bist. Ah, Sylvania. Das Dorf im Wald, ja? So ist es. Ein wahrhaft schöner Ort. Der Schatten der Bäume, die plätschernde Bäche, die atemberaubende Flora und die Fauna. Aber lasst euch nicht von der Idylle täuschen. Die Elben sind Meister der Magie, haben den wohlverdienten Ruf, selber mit tödlichen Folgen wirken zu können. Leider wird Magie allein nicht ausreichen, um die Horde-Monster zu bezwingen, die auf sie zumarschiert. Was sie dafür brauchen, ist harte Arbeit. Arborianischer Stahl. Macht euch bereit, Kameraden. Wir werden einen Wald betreten, in dem es mehr Monster als Bäume gibt. Ja, dann gehen wir nach Sylvania. Unverhofft kommt oft. Unsere Helden sind allen Schwerterkämpfern namens Vincent begegnet und haben gemeinsam mit ihm die Monster bezogen, die die Gestalt in Schwarz gerufen hatte. Zirkuk ist fürs Erste sicher. Auf nach Sylvania. Ja, dann legen wir los mit Sylvania. Ich bin da echt schon gespannt, was da jetzt auf uns zukommt, weil wenn da mehr Monster als Bäume gibt, dann... die Brücken sind ja cool. Das ist das Sylvania? Es ist sehr schön. Ah, könnte ich wandeln. Irgendwann auf Faden grün wie hier mit zerreben, dann wir zwei nur. Das ist nicht der rechte Zeitpunkt für Tagträume. Auf den ersten Blick scheint das Dorf frei von feindlichen Kräften zu sein. Doch wenn man meinen Verdacht sich bestätigen sollte, werden jede Minute irgendwelche Bösewichte auftauchen und über uns herfallen, richtig? Na dann, beeilen wir uns. Zu spät, Freunde. Seht nur, der Feind ist bereits im Anmarsch. Doch kampflos werden wir ihm das Dorf nicht überlassen. Zieh den Waffen. Hehehe, das wird sicher spaßig. Lasst sich ruhig hören. Ich könnte die ganzen Tag die lang vermitteln. Oh Gott, hallo. Ein Stück und ist genau auf der anderen Seite. Wie toll! Sapalat! Fliegende Bösewichte! Chimär, Geduld, Freunde. Wir müssen darauf warten, dass sie tiefer fliegen. Denn erst dann können wir ihnen Schaden zufügen. Oh Gott! Wie, das sieht aus wie so eine fliegende Ente, nur mit einem komischen Schwanz. Na, setzen sie den Stinkflug an. Oh Gott, ja. Setzen Sie den Funk an. Irgendwas mit Zinkflug habe ich gerade gelesen. Man kann ja auch springen. Also bitte. Ne? Wo ist das Sturmwetter?
Du hast eine Chimäre-Medaille gefunden. Typ Wachposten Größe 1, wissen wir, das hält in lüftige Höhe stolz die Stellung. Okay. Warte, Moment, es kann nicht nur so ein... Ah, es gibt verschiedene Formen von Sprungwerten. Dieses Mal ist halt dieser Krieger da dann. Anscheinend. Auch mal was Neues. Okay, dann stellen wir mal hier einen hin. Würde ich auch sagen, dass wir das schaffen. Och nein. Was, es gibt jetzt sogar diese... Oh Gott, es gibt sogar Steine in dem Monster? Ja. Ich will gerade nur irgendwie diesen blöden Jagdroboter da töten. Und Zeit für die Konzentration? Ich glaube, das war auch schon, ne? Oh, kurz vor unserer Konzentration sogar, ne? Oh, die muss jetzt auch ausgeführt werden, natürlich. Oh, auch wenn da kein Monster ist. Das ging eigentlich relativ schnell, finde ich jetzt. Also, meine Strategie war makellos. Das sollte es gewesen sein. Aber dafür, dass wir uns erst im Eingang des Dorfes befinden, war es eine ganz schön große Monsterschar. Das lässt es nicht Gutes ahnen. Sogar mit Sorge bete ich inniglich, dass Ältesten und anderen Erden passiert ist nichts. Gebete werden ihnen nichts nützen, Junge. Wir müssen ihnen zur Hilfe eilen und schnellstmöglichst Monster vertreiben, die sich innerhalb des Dorfes befinden. Majestät, sprich mit Warnwörtern, ne? Wir müssen Dorf mit maximaler Hass befreien. Okay. Sind wir... Okay, warum gehen wir da nochmal hoch und nicht gleich ins Dorf rein? Das ist mal... Das ist okay. Nein, muss ich gerade nicht verstehen oder sowas, ne? Nein, muss ich nicht verstehen, glaube ich. Also Vincent, also jeder hat eigentlich seine Stufe beibehalten. Keine Talentpunkte bekommen, aber dafür 1293 Goldmünzen haben wir bekommen. Ja. Ich würde sagen, einfach weitermachen, weil die Dorfbewohner müssen ja irgendwie befreit werden. Bestienbelagerung. Unsere Helden sind im idyllischen gelegenen Elbendorf Sylvania angekommen, doch leider waren die Monster vor ihnen da. Nun gilt es, schnell hineinzueilen und sicherzustellen, dass die Elben nichts zustößt. Oh, okay. Wenn die schon da vorher da waren, dann ist es ja eigentlich ein schlechtes Zeichen für uns, ne? Sylvania. Dieses Tor ist der Eingang zum eigentlichen Dorf. Die Häuser der Elben liegen alle auf der anderen Seite. Komm, wir sollten hineingehen und sehen, ob... Nicht so schnell. Wir haben Gesellschaft. Und ich wette, dass denen nichts gelegener kommen würde, als dass wir ihnen das Tor zum Dorf aufmachen. Setzen wir uns eben den Weg. Nicht wie geplant fort. Führen wir sie direkt ins Herz des... Wir müssen unseren Verstoß verbrechen. Damit ist unser weitestes Vorgehen klar. Wir müssen das Tor zum Dorf verteidigen und Invasoren zurückdrängen. Ja. Oh Gott, da sind ja fliegende Fledermäuse? Pinke Fledermäuse? Okay, meine Freunde, bleibt ihr da, dann gehe ich hier.
Okay, den ersten hatten wir schon mal. Und den zweiten. Und Dorik ist aufgestiegen. Ist es? Okay, Dorik ist. Nein, ich wollte Vincent schon haben. Weil ich will einmal mit Vincent. Und da kommt schon direkt einer. Und da ist eine Medaille. Okay, ich würde sagen, dann setzen wir den hier hin. Ja, die wollten schon angreifen. Und jetzt gehen wir noch hier auf der Seite. Au. Sick. Wieso macht der eine sick. Okay, dann machen wir das jetzt hier so, dass wir... Okay, wir müssen uns echt beeilen, weil da schon wieder welche hin zurück wollen. Okay, aber jetzt schnell. Zum Glück, die Macher greifen eigentlich so wirklich diese... Achso. War da noch jemand? Da ist kein Monster. Gehen wir mal dahin. Da ist auch keins. Zum Glück ist dieses. Diese Roller, ne? Diese. Sind schon merkwürdige Monster, würde ich sagen. Zumindest nicht ist es so für mich. Au! Wir können ja einen verdreschen. Ja, der Schlundwerte ist schon mal zu. Das ist schon mal was. Und jetzt nur noch die. Oh Gott, da ist aber der nächste aufgetaucht, wie ich schon sehe. Sag jetzt nicht diese eine Schlumpfwette, die, diesen einen Monster, den ich jetzt herbeigerufen habe, heißt Hänsel. Oh Gott, okay. Alter Schwede, hat er das gesehen? Das war ja mega krass gerade. Aber ich muss mich leider auch umheilen, kurz. Du hast eine Draco Magus Medaille gefunden. Größe 2 wiegt mega Schwächungen, um Feinde den Abwehrkraft zu. Okay. Schauen wir doch mal. Würde ich sagen. Ah, okay, das ist dann so einer, der dann sofort auch verschwindet. Ach ja. Also ich finde manchmal diese blöden. Oh Gott, nein. Mir reicht ja die Welle gerade schon. Und wir müssen zurück. Wir müssen sofort zurück. Weil dort. Klingolf. Die Namen sind echt Hammer.
Aber da vorne stimmt mir auch, weil das noch einen zweiten Weg gab, den ich aber nicht gesehen habe. Komm, Leute! Oh Gott, das ist gerade so ein Durcheinander hier, dass man nichts sieht, also nicht so wirklich was sieht. Ich würde sagen. Also wie ihr schon seht, hier ist so ein Durcheinander, dass man nicht sieht, was jetzt hier eigentlich wirklich los ist. Kann vielleicht auch ein bisschen gut sein, kann aber auch schlecht sein. Und da ist jemand gestorben und das ist tot. Ah, von da oben kommen die Münze sozusagen. Aber zum Glück waren das eigentlich da oben schon alle. Nur noch die eine hier. Sind sie jetzt tot oder nicht? Nein, das sind noch nicht welche. Okay. Machen wir doch einfach mal mit Torek die Konzentration noch. Auch wenn der Zopf dann schwebt. Aber wir können ja hier noch einige. Ich würde sagen, jetzt positionieren wir uns schon mal richtig. So. Und jetzt müsste das eigentlich kommen. Alter, ne? Das war jetzt mega krass. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Großartig. Es scheint, als hätten wir den Eingang und wieder in die Höhe geworfen. Die Tore sind geöffnet. Wetten, es geht jetzt da gleich weiter. Dann müssen wir unverzüglich die Siedlung betreten und sich von Monster befreien. Rasch über die Brücke. Bestimmt kommt jetzt irgendein Viech wieder, was setzt deinen Weg fort. Ja, hätte ich jetzt eigentlich auch gemacht. Ich komme nicht weiter. Ja. Ein Kinderspiel. Puh, wie es aussieht, haben wir sie davon abhalten können, in die Siedlung einzudringen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Trupps sich anderen Ortszugang verschafft haben. Der Älteste, seine Untertanen und ihre Behausung könnten also in Gefahr schweben. Der Hauptteil der Siedlung wird gleich hinter der Brücke dort. Dann lass uns sofort hinüberstürmen. Vergebt mir, meine Freunde. Ihr müsst erschöpft sein nach einem Kampf von solcher Härte und Intensität. Lasst uns zum Beispiel Blöcke zurückkönnen und uns eine Atempause gönnen. Wir müssen, bevor wir unseren Weg über die Blöcke fortsetzen. Ja, würde ich auch sagen, bin ich auch relativ froh darüber. Weil es war jetzt doch eigentlich relativ ein Durcheinander hoch, 15 war das jetzt gerade. Vor allem am Tor, bis an, vor allem am Schluss, dann, also jeder ist eigentlich, nein. Cover ist ein Level aufgestiegen, also eine Stufe. Vincent ist auch eine Stufe aufgestiegen. Dorik und Alina sind zwei Stufen aufgestiegen. Wahnsinn! Ich wollte nämlich gerade sagen, dass jeder nur eine Stufe hoch aufgestiegen ist, aber es stimmt nicht. Wow! So. Cover hat 5 Talentpunkte bekommen, Vincent 4, Dorik hat 8 Talentpunkte bekommen und Alina 9. Und ich würde jetzt auch sagen, jetzt machen wir das noch so, dass wir Talentpunkte
zuweisen. Vor allem zu Vincent, weil Vincent halt wirklich 50. Blitzschlag. Ein schneller Schwung mit dem Schwert, der einen Blitzschlag herbeiruft. Okay. Weil er hat halt noch nicht diese Zauber und Fähigkeiten. Der Falkenhieb. Dieser Hieb haut sogar denjenigen in zwei, der ihn austeilt. So rasant ist er. Wahnsinn, okay. Weitreichender Vakuumhieb. Arbeitet im Wirkungsbereich von Vakuumhieb. Okay, was ist ein Vakuum? Ach, okay. Oh. Heilungshieb. Faszinierender Angriff, der den Zaubernden heilt, wenn er den Feind trifft. Okay. Falken. Wuchtiger Falkenhieb. Erhöht die Anzahl an Doppelgängern, die Falkenhieb erzeugt. Okay. So, jetzt was machen wir am besten, ne? Das ist jetzt die Frage der Fragen, weil Heilungshieb ist eigentlich relativ gut sogar. Weil dann halt Vincent sicher, ne? Also das ist ja logisch. Würde ich sagen. Himmelsschlitze. Während Schleuderhieb halten, um einen Sprungangriff auszuführen. Okay, dann machen wir das hier. Würde ich sagen, den Heilungshieb, weil der eigentlich doch relativ wichtig ist. Und wir machen den Himmelsschlitzer noch. Dann schauen wir noch, was wir da machen können bei den Eigenschaften. Ich würde sagen, dann machen wir auch, wenn es dann genauso wie die anderen. Und dann geht es sogar genau aus. Also ich habe sicher rechnet, oh, so, ne? Dann schauen wir bei Kavana. Wir haben 13 Talentpunkte. Weitreichende Entfernung hier. Okay. Aber alle kosten eigentlich. Nein, wohl, der kostet nicht so viel. Wir haben Schleuderhieb. Halten, um einen Sprungangriff auszuführen. Ist das jetzt der Schleuderhieb? Nein, das ist der Flammenhieb. Achso, okay. Hieb gelesen. Während glühend heißer Hieb. Während hitziger Hieb halten, um mehr Schaden zu verursachen. Klingt aber eigentlich auch relativ geil. Aber wir machen das hier. Weil wir dann 10 Leben mehr haben. Auch glaube ich anscheinend. Und wir haben ja noch 3. Dann machen wir das so, dass wir noch maximal MP plus 5 machen. So, dann gehen wir zu Burik. Ich frage mich nur, was diese zwei Sachen sind, weil die royale Rotation. Okay, royale Rotation. Wo ist royale Rotation? Gibt's nicht. Okay, gibt's nicht. Jetzt wollte ich nur gerade schauen, wo die royale Rotation. Ach doch, da ist es. Erlaubt die royale Rotation dreimal in Folge einzusetzen. Und ich sage, machen wir direkt. Und dann können wir auch die royalste Rotation. Okay. Viermal. Okay, was ist die royale Rotation? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was man dann drücken muss, wenn man eine royale Rotation macht. Was ist das? Das ist die Frage der Fragen. Ich würde sagen, machen wir hier noch die MP. Und dann schauen wir bei Alena nach. Würde ich sagen, direkt die fliegende Faust extra machen. Wenn es vielleicht noch geht, die royale Faust Ultra geht aber nicht. Oh, okay. Tief gespaltene Persönlichkeit. Gespaltene Persönlichkeit erzeugt länger haltbare Doppelgänger. Aber braucht man 25 dazu. Löwengebrüll wirft Fieslinge mit formidabler Wucht zurück. Machen wir doch direkt das hier. Und dann würde ich sagen. Oh, jetzt haben wir dröhnendes Löwengebrüll freigeschaltet. Lässt Löwengebrüll gegen in einem großen Gebiet erfassen. Machen wir doch das auch noch. Und dann haben wir noch. Hier. Würde ich einfach sagen, noch die maximale MP um 5 steigern. Und dann gehen wir zurück zu Ayla. Einfach Energiewurf extra machen, das reicht schon. Nein, natürlich reicht das nicht. Aber ihr kann man eigentlich nicht so viel machen, was ich relativ immer schade finde eigentlich. Machen wir auf jeden Fall den Saus, würde ich sagen. Und Braus entfesselt, okay, aber da brauchen wir 16 dazu. So, was machen wir jetzt noch? Wir könnten noch unsere maximale MP
und vielleicht noch die Stärke um 5 erweitern. So, dann zu Nele. Wuchtiger Frosthieb, wir enthalten nur mehr von 18 Wölfen, aber kostet wieder 20. Machen wir einfach den wuchtigen Eishieb, während Eishieb halten, um den Schlag zu steigern, um den Schaden zu steigern. Klingt gut. Und jetzt noch Kyrill. Kyrill. Das reicht natürlich nicht. Schwuppflug, der mehreren Feinde Flugs in Jenseits befördert. Machen wir das doch auch noch. Ich würde eigentlich relativ gerne sogar noch mit Kyrill mehr machen, aber leider ist er mir persönlich ein bisschen zu schwach. Leider? Na, egal. Schauen wir mal noch, was Dorik will. Ihr seid ja also meine jungen Hauptmänner. Was haltet ihr davon, euch auf die Kommanden, auf die kommende Schlachten mit einer Trainingseinheit auf der Insel des Instrukteurs vorzubereiten? Insel des Instrukteurs, euer Majestät? Ein heiliger Ort, den sie seit alters her Krieger aus der ganzen Welt aufsuchen, um ihr Können auf die Probe zu stellen. Diejenigen, die die Prüfung meistern, die sich selbst stellen müssen, erlangen das Recht, neue Kräfte für sich zu beanspruchen. Wow, ich kann kaum glauben, dass ich noch nie von der Insel gehört hatte. Wie lange wolltet ihr dieses Geheimnis denn noch für euch behalten, euer Majestät? Ich habe einfach nur auf den richtigen Moment gewartet, mein Kind, und in eurem Fall ist dieser Moment erst gekommen. Wenn ihr bereit seid, die Insel des Instrukteurs aufzusuchen, dann wendet euch an den Missionsmakler, sie wird euch weiterhelfen können. Okay, anscheinend können wir dann durch diese Insel dann, beziehungsweise durch dieses Training dann noch weitere Fähigkeiten erlangen. Was eigentlich relativ gut ist. Und ich würde auch sagen, wir enden hier den Part für heute. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Dragon Quest Heroes. Tschüss!